So, hallo, das wird jetzt wieder so eine Gähnaufnahme, aber ich will, bevor ich jetzt ins Bett gehe, noch die heutigen gleich machen, dann habe ich es nämlich weg und muss es nicht unterm Tag machen. Weil ich glaube, morgen ist unterm Tag einfach nicht so günstig. So, somit aktualisieren wir einmal Nördel. Hä? Wie next Puzzle in. Ist das um 1 Uhr? What? Muss ich für Nördel eine Stunde länger warten? Warum? Gehen die anderen wenigstens? Geht's im Mantel? Where a day starts at midnight at or 1 your time. Hier auch 1 Uhr. Hä, aber die anderen waren doch immer. Ja, Wördel ist zum Beispiel. Also Simmantl und Nördel kann ich nicht um 12 Uhr spielen. Ja, das ist ja toll. Dann spielen wir halt Wördel. Und starten mit Clock. So, weil ich jetzt. Nee, Clock hat 2 C, ist Schwachsinn. Das ist schlecht, das ist schlecht. Wir machen super. Super, da haben wir das U und das E drin. Auch ein S ist gleich mit am Start. Zack. Oha, oh, das hat schon gut reingehauen, sagen wir es mal. Gut reingehauen. Dann jetzt noch irgendwas mit I, mit A und mit O. Bei. Nee. Okay, wir lassen das A mal weg und machen Boing. Boing ist auch ein schönes Wort. Haben wir auch noch ganz viel drin, was wir gebrauchen können, vielleicht. Oder auch nicht. Okay. Also da oben war Boing nicht effektiv, hier unten war Boing schon ein bisschen effektiver. Gut, machen wir jetzt noch was mit A und den Buchstaben, die noch übrig sind. Gibt es Claude? Schade. Claude gibt es, aber nicht Claude. Oh, warte, Flame. Ja, komm, machen wir das E doppelt, dann können wir zumindest kontrollieren, wo das E hier ist. Ha, da haben wir das A. Ne. Okay, wir haben alle Buchstaben. Jetzt ist nice. Okay. André, wir haben nicht alle Buchstaben, das E ist ja nicht doppelt. Gut, aber lässt trotzdem ziemlich viele Möglichkeiten offen. Also, wir starten nicht mit S, dann starten wir vielleicht mit A. Dann haben wir Esp. Esp. Esp, nee, Esp ist komisch. Lass mal mit P starten. Paste. Paste wäre denkbar, das würde ich auch jetzt erstmal nehmen, weil das T ist auch so ein Buchstabe, den kann man durchaus mal einfach kontrollieren, ob der mit am Start ist. Nice. Und ist er da drüben auch tatsächlich? Okay. Okay, wir haben ein festes A, wir wissen, dass P nicht am Anfang ist, wir wissen, dass P nach dem A kommt. Okay, Tab. Tab und es kommt ein U auch noch vor. Ich fürchte fast, der unbekannte Buchstabe ist am Anfang, weil mit Tab starten erscheint mir merkwürdig. Was soll das sein? Tapu, Tapuk, Tapui, Tapu, Taputs. Ich wüsste nichts, was es davon gibt. Also nichts davon würde mir was sagen. Nee. Nee, hätte mich auch gewundert. Auch andersrum, also Tapku, Tapu, Tafu, gibt's das? Nein.
Nee. Tabsu? Nee. Tabdu? Tabku? Nee, ich wüsste nicht, dass es solche Wörter gibt. Sagt mir nichts. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass wir TAP starten. Wir können aber auch nicht mit UAP starten. Das sieht auch komisch aus. Folglich müsste. Hey, wir hatten doch schon mal dieses kaputt, ne? Wie oft wollen sich Wörter in Wordle wiederholen? Ist es wieder kaputt? Wie viele Wörter hat Quördel? Ich meine, ja, es gibt nicht so viele englische fünf dingsige Wörter, aber also, ne? Irgendwann kennt man sie dann halt mal. Ich freue mich schon auf das nächste Junto. Okay. Und ich muss böse darauf achten, dass ich nicht Ö drücke. Ich habe es wieder nicht umgestellt. Ah, so. Okay, C und R wissen wir. Und es gibt noch ein O und ein I. Und das O ist nicht nach dem C. Also zum Beispiel Twang. Zum Beispiel, aber Zi, Zier, Ziro, Zirot, nee, die gibt es ja gar nicht. Zirok, Zirok. Wüsste ich nicht, dass es solche Wörter gibt, ehrlich gesagt. Oh, wartet, der Chor. Chor ist denkbar. Wir nehmen den, wir nehmen den. Nice. Treffer versenkt. So, jetzt haben wir drei Guesses. Drei Guesses für das letzte. Das sieht doch ganz gut aus. Wir starten mit S. Dann kommt ein Buchstabe, dann kommt ein I. Außerdem wird auf jeden Fall noch ein F vorkommen. Was kann nach einem S stehen? P ist raus. T ist raus. Sui? Gibt es Sui? Aber Swift? Swift? Okay, würde ich alles nicht kennen. Nee, glaube ich nicht. Muss ja auch nicht, aber okay, wenn aber das. Achso, das W ist ja, war jetzt ja, das W war jetzt ja einfach geraten. Wenn aber das F. Das F kann auch ganz am Ende stehen. Aber die Frage stimmt, die Frage war, was kann nach dem. Was kann zwischen S und I stehen? Ist L noch am Start? L ist auch nicht mehr am Start. Oh, warte, Ski? Ups, Ski oder Ski? Sky, Ski? Skiff? Skiffy, Skiff? Wie, aber. Habe ich alles auf jeden Fall noch nicht gehört, selbst wenn es also wenn es sowas wäre. Was kann noch zwischen S und I stehen? Von dem das da ist, eigentlich nichts. Eigentlich kann von dem, was da ist, nichts zwischen S und I stehen. Das ist also die anderen habe ich halt schon ausprobiert. Puh. Ich habe so Sachen wie Swipe und so im Kopf, aber das hat ja alles Buchstaben, die ich halt nicht benutzen kann. Ich kann kein T benutzen, ich kann kein P benutzen. Wo gehört das F hin?
Lass mal ein anderes Wort bauen mit einem F. Und wir packen das F ans Ende. Vielleicht auch noch mit Buchstaben, die wir noch nicht benutzt haben. Sowas wie tja, so viel ist gar nicht mehr übrig. Habe ich Swiffy ausprobiert? Schade, ja, scheinbar habe ich das. Oh, warte, aber mit 2F aufhören ist gar nicht so eine schlechte Idee, glaube ich. Gibt es GIF? SGIF gibt's. Keine Ahnung, was SGIF ist. Wir gucken direkt nach. Diesmal habe ich ja auch gleich den Dings parat. Wo ist mein Google? Da. Okay, SGIF. SGIF. Nein, SGIF. Nein, nicht von. Wieso ist das jetzt schon wieder Englisch? Bitte? Skiff. Ja, ist schön, dass man das so ausspricht. Skiff. Hä? Was? Skiff. Kleinboot. Skiff ist eine angloamerikanische Sammelbezeichnung für kleine Boote. Ach, geh mir doch nicht auf dem. Geh mir doch nicht auf dem sonst hier. Es ist ja unfassbar. Wir starten mit Super. Toll. Toll. Wir starten mit. Kennt der Begriffe von Sonic? Nimmt der Tails? Oder nimmt es. Ah, also Tails könnte ja auch einfach die Mehrzahl von hier Schwanz sein, ne? Nimmt der Tails? Er nimmt Tails. Nice. Okay. Ot, Ota oder Ed. Ento. Nee, ist noch nicht so ganz meins bisher. Ich bin noch nicht so ganz dabei. Was hört denn alles mit ANT auf? Ich würde uns mal gerne mal Wörter mit ANT bauen wollen. Von denen, die nämlich noch da sind, sind es nämlich gar nicht so viele. Chant. Nee. Nee! What? Yo! Also, da hätte es wirklich noch viel mehr Möglichkeiten gegeben, aber wow! Okay. Nehme ich. Kein Thema. Wisst ihr, womit wir starten? Wir starten mit Super. Das geht im Deutschen nämlich auch. Aber Tails wird hier nicht funktionieren, wa? Schade. Funktioniert Skiff? Okay, das nimmt er an. Faszinierend. Gut. Ja, war Schwachsinn, weil es ES war raus, aber ist egal. So, war Absicht.
Okay, Reben. Nein. Nein, Regen. Regen. Wir probieren mal den Regen aus. Nee, kann der Regen nicht sein. Weil das E da drüben nicht sein kann. Wir nehmen mal den Recke. Ja, wir sind mal jetzt bei Zelda unterwegs. Okay, kein zweites E. Und R und E sind auch nicht am Anfang. Also ER könnte es noch mit starten. ER könnte es noch starten. Theoretisch wäre der. Nee. Ich wollte sagen, Ernst ist noch dabei, aber nein, ist er nicht. Aber R könnte noch sein. Aber wüsste nicht, wie das weitergeht. Doch, die Ernte. Nee, Ernte kann auch nicht, weil kein zweites E vorkommt. Das haben wir jetzt ja mittlerweile geklärt. Okay, lass mal PR. Nee, P ist raus. Lass mal TR starten. Tre. Trennen nimmt er nicht. Die Truhe. Nee, U ist raus. Mann. Tr. Die Trage. Jetzt habe ich aber was, was möglich wäre aktuell. Okay, das R haben wir jetzt festgelegt. Das E haben wir immer noch nicht gefunden. Aber das T kommt tatsächlich vor. T kommt tatsächlich vor, aber nicht am Anfang. Okay, sagen wir mal so, Erd. Aber Erd? Erd wüsste ich nicht. Aber wenn das E nicht vorne ist, dann müsste das eher nach dem R kommen. Da müsste vor dem R ein neuer Buchstabe sein, den wir noch nicht wissen. Dreh. Trennt. Ach Mann. Dreh. Tre. Muss ja nicht mit T anfangen. Was kann noch vor R stehen? Vre. Bre. 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 Brett. Also es können ja auch zwei T sein. Bäm! Ich hatte kein Brett vom Kopf. Sehr schön. So. Okay. Wisst ihr was? Wenn jetzt kein Nördel geht gerade, dann gibt es den nächsten Part einfach zweimal Nördel, weil dann nehme ich das da mit auf und wir machen dafür jetzt noch eine Runde Global. Das habe ich nämlich auch parat hier. Zack. Guckst du mal. Reset. Und dann let's go. So, ich hoffe aber, wir sind in Europa unterwegs. Wir nehmen einfach mal France. Mal gucken. Das ist nicht sehr deutlich. Das ist schlecht. Ah, dann nehmen wir mal Mexiko. Das ist schlecht. Oh mein Gott, das ist schlecht. Okay, gehen wir eher nach oben oder gehen wir eher nach unten? Nehmen wir mal Kanada. Okay, wir gehen eher nach unten. Also wir gehen eher dahin. Nehmen wir mal Paraguay. Schreibt man das dann auch im Englischen so? Ja, okay. Das hat ungefähr die gleiche Farbe wie Dings.
Auch cool, dass er wirklich mitdenkt und hier das French Guiana mit reinnimmt. Okay. Wenn beides hier so lila ist, würde ich fast sagen, wir sind irgendwo hier unterwegs. Was ist denn da alles? Da ist Panama. Oh, jetzt kommen hier die Erdkunde-Quiz-Erinnerungen. Ja. Und Panama ist schon mal deutlich, deutlich dunkler. So, was ist jetzt da? Hilfe, die Seite hängt. Hilfe, ich kann die Kugel nicht mehr drehen. Die Erde ist festgesetzt. Hilfe. Okay, die Erde ist hängen geblieben. Aber ich kann noch was eingeben, ne? Okay, ich kann noch eingeben. Aber die Erde ist einfach hängen geblieben. Ich kann die Erde nicht mehr drehen. Und sie zeigt doch nichts mehr an. Die Animation ist kaputt. Ich hoffe, die resettet sich wieder, wenn ich hier was eintippe. Okay. Was war denn da oben? Verdammt. War das Argentinien? Argentinia? Oder wie man das dann schreibt? War da Argentinien? Invalid Country Name, ja, scheiße. Argentinien? Wie schreibt man Argentinien? Argentinia? Scheiße. Ah. Und dann machen wir kurz einfach, damit ich irgendwas weg habe, St. Newis. Muss ich da dann einen Punkt setzen für St. Newis? Oder wann nimmt er das an? Okay, er nimmt es gar nicht an. Dann machen wir mal Tobago. Wobei das wäre Trinidad und Tobago, ne? Das will er auch nicht. Machen wir mal Kuba oder ist einfach die Karte kaputt? Okay, es hat sich was bewegt. Nee, aber die Karte ist kaputt. Scheiße. Ich aktualisiere mal. Guck mal, hier unten stehen die jetzt. Closest, Kuba. Aber ich kann nicht mehr. Ich kann die Karte ist kaputt. Ich muss. Shit. Ich muss mal aktualisieren und hoffen. Warte, kann ich hier. Kann ich den resetten? Ja, ich kann es resetten. Okay, jetzt ist Kuba auch hier bunt. Okay. Gut, ich spiele lieber nicht mehr zu viel mit dem Globus rum. Ach, lass doch mal Google nervt mich mit den Vorschlägen da. Okay. Also ich gehe davon aus, dass wir hier irgendwo unterwegs sind. Was ist denn alles? Bolivien ist da. Bolivia? Schreibt man es Bolivia? Ja, Bolivia ist ein bisschen dunkler. Was ist denn da noch alles am Eck? Oh, Leute. Was ist denn da noch alles? Also ich wollte ja Argentinien, aber wie schreibt man denn Mist? Aber das war nicht Argentinien. Was war denn da oben? Warte mal, Nicaragua, oder? Aber ich schreib's mal rein. Es ist, glaube ich, nicht da oben gewesen, aber irgendwo da in der Ecke war es auf jeden Fall. Genau, da war es nämlich. Da war Nicaragua. Aber was war da? Was kam nach Panama? Bin ich bescheuert? Venezuela. Warte, Venezuela ist da oben auch. Bäm! Nice. Doch noch ein bisschen was hängen geblieben von hier, Dings. Aber was war jetzt neben Venezuela? Ich hab's schon wieder vergessen. Ich hab's echt schon wieder vergessen. Was war denn jetzt da daneben? Gibt's doch nicht. Ah, oh, was war denn jetzt da daneben? Okay, ich gehe kurz Google Maps. Ich gehe kurz Google Maps. Moment. So. Mehr Maps, zack. So. Und wir wollten einmal hier rüber. Kolumbien, ich Vollnuss. Auf Kurs war da Kolumbien.
Ja, Kolumbien war da, richtig. Und hier war Ecuador, Peru. Argentinien war hier unten. Ich bin blöd. Kolumbien war nach Panama. Richtig, 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 richtig. Aber was mich gewundert hat, St. Louis hat er nicht. Ist hier nicht irgendwo St. Louis gewesen? Oder hieß das anders? Scheiße, das hieß anders. St. Vincent. Aber wo ist denn St. Louis? Ist das dann nur ein Ort? Ach, St. Kitts und Nevis. Das hätte ich wahrscheinlich so schreiben müssen. Okay. Okay. Na gut. Na gut. Gut. Wie gesagt, dann nächstes Mal. Ich nehme sozusagen dann heute Nachmittag den Nördel-Part von, also den extra auf und dann kommt der halt zusätzlich und den hier auch. Also das ist dann. Haben wir mal wieder das gemacht. Vielleicht sollten wir doch öfter mal Global spielen. Gerade, also, so teilweise funktioniert es ja doch ganz gut. Ich war dir ein bisschen skeptisch wegen den Ländernamen. Aber tatsächlich funktioniert es ganz gut. Okay. Global war jetzt so die kleine Rettung, um den Part noch ein bisschen in die Länge zu ziehen. Weil halt Nördel nicht will. Oh, warte mal, ich wollte auch mal Squirtle ausprobieren. Die Frage ist jetzt nur, kann ich das eintippen, ohne dass ich auf komische Seiten komme? Da muss man Pokémon raten. Lasst mich mal kurz hier zurückgehen. Und hier mal Squirtle eintippen. Heißt es so? Squirtle-Pokémon. Ja, aber gibt's nicht Squ Ich dachte, es gibt Squirtle als Quiz oder. Achso, ja, ich meinte schon Squirtle. Gib mir Squirtle. Ja, Wordle like by Fireblend. Genau. Zack, rein da. Da gehen wir rein. So. Ich muss ganz kurz hier oben erlauben. Zack. Okay. A Pokémon Wordle like by Fireblend. I'm thinking of a Pokémon. Guess which? You have 8 guesses. Emoji Key. Correct guess, incorrect guess, type in wrong position. Guess too low, guess too high. Ah, geht es dann nach Pokédex-Nummer oder was? Okay, ich gehe mal nach. Ach so, New Game oder was? Drei Squirtle Daily. Hier bin ich nicht bei Daily? Ach so, hier kann man das üben oder wie? Okay, nee, wir gehen gleich auf Daily. I'm thinking of this, which you have 8 guesses left today. Emoji Key. Replay. Ah, ich verstehe. Okay, ich gehe auf Pikachu. Oh, okay, das ist geil. Er gibt. Okay, das ist cool, weil ich habe schon wieder Bedenken gehabt, dass ich die englischen Namen nicht kenne. Okay, er gibt mir die Namen. Das ist super. Nice. Okay, Pikachu. Submit. Pokémon not found. Hä? Ich hab's doch sogar an. Muss ich's anklicken? Okay. Jo, wer wat? Correct guess, incorrect guess. Oh, der Ei. Oh, der. Oh! Okay. In der Gen ist es höher. In der Gen ist es höher. Also muss es. Ja, gut. Höher als Gen 1 sein. Pikachu ist Typ. Was ist ein Pikachu? Ist Pikachu nicht nur Elektro? Ist es auch normal Elektro oder sowas? Oha. Es ist höher und es wiegt mehr. Okay, das ist ja auch geil. Oh mein Gott, es gibt so viele. Wenn ihr noch mehr Varianten kennt, nennt mir einfach die mal ruhig. Ich glaube, so Abwechslung reinbringen wäre optimal. Aber ich glaube, ich krieg's da nicht hin, Abwechslung zu machen, weil ich will dann doch wieder alles an einem Tag machen. Und je mehr es wird, umso schlechter ist das dann für mich. Okay, aber jetzt gerade ist das geil. Okay, also wir nehmen jetzt was aus einer höheren Gen. Also gehen wir mal in Gen 2. Ein Elektro-Pokémon aus Gen 2. Raikou. Das müsste auch im Englischen so. Ja, genau, Raikou. So, das ist auch größer.
Jetzt werden wir jetzt sehen, ob Type 2 Elektro übrigens ist, ne? Und ob wir in der richtigen Gen unterwegs sind. Submit. Okay, der Typ passt wieder. Wir sind in der richtigen Gen. Aber es ist weniger hoch und wiegt auch weniger. Aber der Typ 1 passt noch nicht. Was ist Raikou denn jetzt wieder? Raikou ist Elektro und? Und. Keine Ahnung. Okay, aber Elektro passt offenbar. Was gibt es denn noch für Elektro-Pokémon aus Gen 2? Elektro-Pokémon aus Gen 2. Oh mein Gott, ist das ewig her, ne? Die ganzen Magneton-Sachen sind Gen 1, ne? Das ist nicht. Das ist es nicht. Was ist denn noch Elektro in Gen 2? Pichu! Pichu kam neu dazu. Aber Pichu ist eigentlich deutlich, ist ja größer als Pikachu. Aber egal, wir können mal gucken. Wir können mal gucken, ob ich mit Elektro immer noch richtig liege. Also, wahrscheinlich kommen jetzt die Pfeile nach oben. Ja, genau. Also es ist ja sowieso schon schwerer und höher als Pikachu gewesen. Okay. So, was? Aber es ist weniger hoch und weniger schwer als Raikou. Und wir haben noch nicht den ersten Typ richtig. Wir haben bisher immer nur den zweiten Typ richtig. Was gibt's denn noch für Elektroviecher in Gen 2? Was habe ich denn da alles gefangen in Gold und Silber? Ich werde auch noch ein paar Pokémon aus Gen 2 wissen. Was gibt's denn da alles? Mir kommen jetzt gerade nur die Legendären in den Sinn. Ho-Oh, Lugia. Die bringen mir nichts. In Crystal dann eben die Hunde-Pokémon. Deswegen habe ich Raikou gewählt. Raikou hat auch jetzt nicht so den Mega-Bock. Was ist denn noch Elektro? Ich meine, Elekid ist aber auch schwerer. Ist Elekid höher und schwerer wie Pikachu? Wir probieren mal Elekid aus. Wie heißt Elekid? Okay, Elekid heißt hier auch Elekid. Nice. Ja, ansonsten können wir auch einfach mal hier ein paar Elle durchprobieren. So, wir probieren mal Elekid. Okay, wir haben die richtige Höhe. Lul. Das nützt mir nicht viel, weil der Typ ist immer noch nicht richtig. Der Typ 1 ist immer noch nicht richtig. Oh! Oh, Elektrik ist. Oh! Elektrik ist ver. Oh! Ich hätte da draufklicken sollen. Ich dachte jetzt, okay, die sind nur Typ Elektro. Und deswegen ist Typ 2 non richtig und Typ 1 ist nicht richtig. Wir sind noch gar nicht bei Elektro unterwegs gewesen. Okay. Gut, also kein Elektro-Pokémon. Aber wir sind in Gen 2. Jetzt wird's besser. Jetzt wird's besser. Dann kann ich nämlich ein bisschen rumprobieren. Karnimani gab es in Gen 2. Karnimani ist auf jeden Fall größer wie Pikachu. Na, so ein bisschen vielleicht zumindest. Wir probieren mal. Okay, wie schreibt man Karnimani im Englischen? Ja, da geht's schon los. So offenbar nicht. Ja, so offenbar nicht. Mit C vielleicht? Karnimani? Karniwein? Oh, scheiße. Den schreibt man dann wahrscheinlich ganz anders. Oh, Mist. Oh, Mist. Ah, blöd. Blöd. Was waren denn noch die Starter aus Gen 2? Karnimani war ein Starter. War Flemly der andere? Nee, Flemly war nicht der andere Starter. Feurigel war der Feuerstarter. Feurigel? Aber auch Feurigel heißt anders, ne? Ach. Mist, das bräuchte auf Deutsch. Das bräuchte ich auf Deutsch. Ich habe keine Ahnung, wie die Pokémon heißen. Ich habe keine Ahnung, wie die Pokémon heißen. Mist. Aber lass mal noch den Typversuch herauszufinden.
Kanimani hat sich auf jeden Fall zu Impergator am Ende entwickelt. Gibt's Impergator? Es gibt Impidimp. Es gibt nicht mal Impergator? Scheiße. Es hieß also ganz anders dann. Gibt's Tornupto? Shit. Dang. Oh, die Namen sind völlig anders. Gibt's Igelava? Iglipuff, ja, das ist. Die heißen ganz anders, okay. Incineroar klingt nach irgendwas Feurigem auf jeden Fall. Okay, jetzt bin ich völlig raus. Das war schlecht. Ja, war Fire und Dark. Okay, beides sind nicht richtig. Beide sind nicht richtig. Und es ist, wie gesagt, kleiner. Also, das habe ich auch schon mittlerweile verstanden. Ah, jetzt müsste ich wissen, wie Kanimani auf Dings heißt. Irgendwas mit Wort? Mit W vielleicht? War Tortel, Weimar, Weilord, Weirein. Wie könnte denn Kanimani heißen? Das ist so ein Krokodil, Kro. Ich weiß es nicht. Das ist Krokono. Richtige Gen, richtiger Typ wieder. Ah, wegen Non. Okay, Wasser ist es eh nicht, dann ist Kanimani sowieso schon wieder raus. Der Blattstarter war Endivie. Gibt's Endivie? Nein, ach Mann, wie heißen die denn alle? Endivie wurde zu Lorblatt und Lorblatt wurde zu. Weiß ich nicht. Gibt's Lorblatt? Nee. Ich brauche englische Pokémon-Namen. Mist. Ich brauche englische Pokémon-Namen. Meganie. Oha, die ganzen Megas. LOL. Aber Moment, es gibt nur Mega? Und gar keinen Namen mit Megan? Meganium. Ist das Meganie? Könnte tatsächlich sein. Ist nämlich Gras. Interessant. Aber Gras ist auch nicht richtig. Okay, also das war mit Pikachu mit hier mit dem Elektro war natürlich Schwachsinn. Das habe ich schlecht gemacht. Welchen Typ haben wir jetzt noch nicht? Wir haben Feuer, wir haben Wasser, wir haben Gras. Wir haben Fels zum Beispiel noch nicht. Wir haben Stahl noch nicht, aber Stahl. Oh, Mogelbaum, wie heißt denn Mogelbaum auf Englisch? Mogelbaum wäre ja Gestein. Aber es könnte auch noch zum Beispiel Fee. Oh, wir probieren mal Psyana. Das dürfte doch ein Pokémon sein, was es. Es gibt nicht Psy. Wie heißt denn das? Psy? Psy? Also die Evoli-Entwicklung, wie heißt die denn? Das ist jetzt ja interessant. Psyana? Schreibt man das dann mit Psy? Nee, auch nicht. Gibt es kein Psyana? Das ist doch ein echt passender Name eigentlich. Wie nennt man dieses Viech denn dann? Oder Nachthara? Aber ein Dark ist schon weg. Dark ist schon weg. Wie heißt denn Psyana auf Englisch? Hoppala. Irgendwas Cat? Caterpie. Flabébé. Das sind aber auch nicht alle Pokémon, die hier überhaupt vertreten sind, oder? Das sind jetzt nicht hier alle neuen Gens. Glaube ich nicht.
Por. Psiana. Aber ja, wird schon nicht Psiana sein. Was könnte man noch probieren? Wuthut ist auch Gen 2, aber ist Unlicht und Dark ist schon raus. Oder Dark ist doch raus. Über welches hat mit Dark raus? Da, genau, über der. Oh, wait, hier war Typ 2 richtig. Hier war Typ 2 richtig, Dark. Okay, wir probieren Hut-Hut. Wie schreibt man Hut-Hut? Oh, das gibt's immerhin auch. Nice. Let's go. Schade. Es war Pineco. Was ist Pineco? Was ist Pineco? Nein, warte. Pineco ist Psiana, oder? Nee, jetzt. Neko ist Katze. Pi? Das würde. Alter, wenn Pineco Psiana ist. Das ist nicht fair. Pineco. Okay, nein, es ist Tanzer. Okay. Okay, es ist Tanzer. Ah, von Pineapple. Nee, von Pineapple. Ja, doch, 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 kommt jetzt schon in die Richtung. Pine, Pine. Okay. Genau, Pine, Pinecone-like Pokémon. Eieieiei, okay. Was ist, wie heißt Psiana auf Englisch? Warte mal, Psiana. Englisch. Wo ist der englische Name? Wo ist der englische Name PokeWiki? Was juckt mich die Fangrate? Ich will wissen, wie das Ding auf Espeon. Okay, ich würde ich. Espeon. Nachtara ist Umbreon. Uff. Okay, die kann ich mir niemals merken. Ja, gut. Passt, denke ich mal. Jetzt haben wir schon wieder 45 Minuten. LOL! Leute, es ist 1 Uhr. Es ist einfach 1 Uhr. Wisst ihr, was das heißt? Nördel ist offen. Ja gut, dann machen wir doch noch die Runde. Nördel auch noch dicht. Warum nicht, ne? 23 minus 14 ist gleich 09. So, zack. Enter. Okay, ist gleich passt, minus passt, 4 passt. Das ist stark. Das ist ein starker Anfang. Und die 1, 2, 3 ist raus und die 0 auch. Das ist auch stark. Okay, dann ziehen wir mal. Also irgendwas mit 4 muss ich abziehen. Und irgendwo kommt eine 9 vor. Also zum Beispiel, was weiß ich? Achtundneunzig minus 54 ist gleich 44. Sind zwar sehr viele Vierer, aber man kann es ja mal ausprobieren. Was? Nehme ich auf? Ja, danke. Please! Da wäre noch so viel möglich gewesen. Das war noch lange nicht die einzige Möglichkeit. Was?
Sind zwar viele Vierer. Alter, ich komme auf mein Leben nicht mehr klar. Was zur Hölle? Okay. Okay. Dann, jetzt ist das Glück auf unserer Seite. Da können wir auch noch Semantel spielen. Ey, es ist ja Wahnsinn. So, okay, pass auf. Wir starten wieder mit Garten. Haus. Flower. Human. Power. Guess. One. Running. Wird immer schlechter. Okay, Adjektive, Adjektive. Cold hot, cold hot. Okay, wird immer schlechter. Garten war noch relativ nah. Also was heißt nicht das nicht, aber ja, Grass? Nee. River hatte ich auch immer gerne mal. Nee, ist auch nicht. Nature? Nee. Also Garden halt mit 22, ne, ist noch nicht sehr stark, aber es ist schon ein Indiz. Möglich Green. Okay, keine Farben. Sand. Nee. Place. Nee. Hat. Nee. Auch nicht so wirklich. School. Children. Ich meine, warum sollten Children mit Garden, ne? Aber probier ja nur Dinge aus. Playground. Ground an sich. Play. Playing. Okay. Game. Nee. Toying. Toy. Okay. Irgendwelche Spielzeuge? Konsole? Ball? Es geht noch nicht so wirklich in die richtige Richtung. Bike? Car? Traffic? Nee. Plane? Nee. Wheel? Nee. Problem? Hab ich gerade? Nee. Also das Beste bisher Playing. Playing und Toy. Interessant. Guarding? Nee. Sketching? Okay. Art? Okay. Wir gehen in die künstlerische Richtung scheinbar. Drawing? Okay, nein. Draw? Nee, doch nicht. Okay, irgendwie nicht. Artist? Okay, ist stärker jetzt sogar geworden. Artist? Artistik? Ah, okay, wir gehen wieder ein bisschen weg, aber wir nähern uns langsam. Artist geht in die Richtung scheinbar. Actor? Nee, geht wieder schwächer. Artist Playing. Es geht schon ein Schauspiel, so. Künstlerisch. Picture. Nee. Bilder. Nee. Artist, Künstler, Painter, Paint, Painting,
Okay, Painting und Painter ist noch stärker bisher. Aber alles noch nicht so richtig. Work. Science? Nee, ist wieder schwächer. Okay, Painter Artist. Habe ich Draw? Nee, Draw. Gibt's Drawer? Ja, aber ist weiter weg. Painter Artist. Sketch? Nee. Was gibt's denn noch so in die Richtung? Painter Artist. Creator. Oh, schade. War jetzt aber. Gedacht, ich bin da jetzt gut. Aber dann scheinbar nicht. Painter Artist. Was gibt's denn noch so in die Richtung? Jetzt bin ich langsam raus, aber ich habe noch keinen grünen Balken. Ich hätte gerne einen grünen Balken. Painter Artist. Museum? Ich meine, es ist jetzt wieder weiter weg, aber wir probieren es einfach mal aus. Nee. Galerie? Gibt es einen Galeristen? Ja, aber der ist es auch nicht. Also, wer könnte noch Painter? Aber ich bin halt noch nicht mal ansatzweise bei den 1000 nächsten Worten, ne? Painter. Ich meine, keine Ahnung, so Wallpainter, ist das dann ein neues Wort? Kennt er gar nicht, okay, never mind. Wall? Painter. Painter, Artist, Artistik, das geht alles in eine Richtung, ja, aber wohin? Wohin könnte sowas gehen? Pupil? Nee. Da gehe ich wieder weiter weg. Teacher? Okay, Teacher geht auch in die Richtung. Warte mal, probieren wir mal den Professor aus. Aber das ist dann doch wieder weiter weg, ne? Ja, der Doktor auch. Ha. Painter Artist ist bisher am stärksten. Trader? Nee. Boah, ich weiß nicht, was es noch geben könnte. Ich glaube, an der Stelle gebe ich auf. Wir haben jetzt auch schon, glaube ich, eine Stunde Part oder so. Das ist nicht so ganz, wie ich das will. Aber Painter, näher als Painter komme ich nicht ran. Was gibt's denn noch? Oh, Editor gibt's zum Beispiel noch. Lass mich schreiben, Hilfe. Editor? Hä, hallo? Ah, jetzt. Hat ein bisschen gedauert, bis es kam. Editor ist es aber auch nicht. Editorial? Hallo, was ist denn jetzt los? Okay. Will er auch nicht. Puh. Painter, Editor. Ach Quatsch, war es ja nicht. Painter, Artist. Spezieller Artist vielleicht, weiß ich nicht. Clown. Akrobat? Na, es geht alles so in eine Richtung, aber Dompteur, schreibt man das so? Keine Ahnung. Nee, schreibt man scheinbar nicht so.
Director. Nee. Boah, ich habe keinen Plan. So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende. Creator habe ich so schon. Ich denke, ich werde aufgeben. Ich denke, ich werde aufgeben. Wir gucken mal, in welche Richtung das Ganze gegangen wäre. Spannung steigt. Oh. Ja gut. Da bin ich in eine völlig falsche Richtung gelaufen. Musikinstrument war gesucht. Ja, okay, da bin ich in eine völlig falsche Richtung gelaufen. Musician hätte ich irgendwann mal ausprobieren müssen. Siehst du, den Musician? Scheiße. Der Musician ist bestimmt eines der nearest Words. Ja, ich meine, klar, da kommen dann die ganzen Instrumente. Aber irgendwo hätte auch der Musician hingemusst. Bassonist zum Beispiel hier, ne? Alles, was dann das. Ja, hier, ne? Der Musician wäre sicherlich irgendwo da mit dabei gewesen. Instrument allgemein. Ach, scheiße. Ach, siehste, da hätte ich. Ja, habe ich nicht gerade Editor gelesen? Habe ich gerade Editor gelesen? Ich muss was anderes gelesen haben. Bei Editor hatte ich doch ausprobiert. Glaube ich. Ah ja, Keyboard. Okay. Ja, wenn man weiß, in welche Richtung es gegangen wäre. Oh ja, Vocals. Vocals, der Vocalist. Hätte man auch probieren können. Bandleader. Ah, jetzt wäre die musikalische Richtung gegangen. Da ist der Musician. Hätte ich bei 750 hätte ich reingehauen. Ach, ärgerlich. In die Richtung habe ich nicht mehr. Wie man hat es, glaube ich, gemerkt, ich war irgendwie so beim Malen halt bei Zirkus unterwegs. Ja, nee, bin ich nicht weit genug gekommen, gedanklich. Schade. Hätte man durchaus, wenn man in die Richtung Musik gegangen wäre, hätte man durchaus was reisen können. Ob ich dann am Ende aufs Piano gekommen wäre, keine Ahnung. Aber die Richtung wäre, glaube ich, schon ganz cool geworden. Na gut. Aber irgendwann muss ich aufgeben. Na, jetzt haben wir einen Stundenpart. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war ein verrückter Part. Der fing erst so an, dass ich gesagt habe, ja, ich kann kein Nörgel spielen. Und dann haben wir so lange die ersten Sachen gemacht, bis es zum Nörgel gekommen ist. Es ist unfassbar. Und also, das Nörgel selbst war absolut genial. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.